gentlemen, start your engines. We're going to Brands. Cats. Die DTM in England. Das zweite Rennen. Die zweite Chance. Die Insel. Die Insel 2012 bezwungen von Gary Paffett. In diesem Jahr? This is the one. Geht's rund. Es war ein heißer Saisonstart in Hockenheim. Jetzt mehr davon in Brands Hatch. Der Local Hero heißt Jamie Green. Mein Heimrennen. Der neue Timo Glock hatte sein erstes Mal in Hockenheim. Nun erwartet ihn eine völlig unbekannte. Für mich eine neue Rennstrecke. Die DTM in Brands Hatch. Und die Formel 1, die war hier natürlich auch schon unterwegs, aber da war Timo Glock gerade mal 4 Jahre alt, als die Formel 1 hier zuletzt zu Gast war auf dem großen Kurs 1986. Also deshalb hat Timo Glock Brands Hatch noch nie aus der Fahrerperspektive gesehen. Er schon, Jamie Green. Für ihn ist es ja so ein bisschen ein Heimspiel für den Briten, der inzwischen in Monaco lebt. Aber um bei Timo Glock zu bleiben, heute Morgen, wie gesagt, Platz 19 im freien Training. Und da haben wir natürlich gleich mal nachgefragt. Andy Ahn hat das getan, wie es denn war auf dem Indy-Kurs in Brands Hatch. Wie ich das hier ein bisschen erwartet habe, ist es schwierig, weil die Strecke einfach seine Tücken hat. Man muss ein bisschen verstehen, wie man wo das Auto platzieren muss über die Bodenwellen, speziell im letzten Sektor. Und da habe ich mir noch sehr, sehr schwer getan heute Morgen. Also, ja, so wirklich gut sah das so nicht aus, aber jetzt müssen wir schauen, was wir noch machen können fürs Qualifying. 1,5 Stunden sind eben sehr, sehr kurz und auf jedes Zehntel kommt sie an, auf jedes Hundertstel und das werde ich wahrscheinlich heute zu spüren bekommen hier. Aber schauen wir mal, also wir werden unser Bestes geben und versuchen es das Maximum rauszuholen. Da haben wir sein Dienstfahrzeug gesehen, das Auto mit der 22, das Yellow Beast, wie sie dazu sagen, das Auto von Timo Glock. Und während Timo Glock, wie gesagt, 19. war nur eine halbe Sekunde schneller sein Teamkollege beim BMW Team MTech, der zweite Neuling. Und das war Marco Wittmann, der als einziger der Rookies ja in die Punkte gefahren ist in Hockenheim und heute Morgen eben gleich wieder der Schnellste war. Und auch bei Marco Wittmann haben wir mal nachgefragt. Marco Wittmann, als einziger DTM-Neueinsteiger haben Sie in Hockenheim Punkte geholt. Heute hier im freien Training auf Position 1 gefahren. Welche Erklärung haben Sie für diese doch relativ guten Ergebnisse? Gut, ich meine, eine richtige Erklärung habe ich auch nicht. Ich versuche halt mein Bestes zu geben. Natürlich ist es wichtig, auch im freien Training mit einem Ingenieur, mit dem Team gut zusammenzuarbeiten, um die perfekte Abstimmung zu finden. Gut, zum anderen kenne ich die Strecke Brands Hatch auch aus meiner Formel 3-Zeit. Gut, bis jetzt lief es sehr gut und jetzt schauen wir mal, wie es dann im Qualifying ausschaut. Was erhoffen Sie sich denn jetzt vom Qualifying? Gut, natürlich hoffe ich schon, vorne zu stehen. Ich meine, nach dem guten freien Training wollen wir natürlich da anknüpfen. Ob es wirklich bis ganz nach oben reicht, schauen wir mal. Aber Top 10 ist auf jeden Fall das Ziel. Danke, viel Erfolg, danke. Sein Markenkollege Joey Hand ist schon mal rausgefahren. Viele Audi auch schon auf der Strecke. Rockenfeller haben wir gesehen, Molina, die sich als Erste rausgetraut haben. Wie gesagt, 13 Minuten sind es noch gut. Die besten 16 kommen weiter von den 22 Piloten in den zweiten Teil des Qualifyings. Also da wird sich noch viel verschieben. Die ersten Marken sind gesetzt. Die Zeiten sind noch nicht sonderlich gut. Zumindest nicht die von Joey Hand. Das wird deutlich nicht reichen. Wir werden so gegen 41 gehen. Und eine Sache muss man noch klarstellen, was Timo Glock gesagt hat bei Manuel Reuter, der inzwischen hier hochgesprintet ist im Auto. Das ist nicht mehr ganz gültig. Zuerst war die Ansage Ausgang Kurve 3. Wir werden es gleich mal sehen. Da darf man rausfahren, soweit man will. Das hat man abgestellt. Wer jetzt sich zu weit raustragen lässt, Ausgang Kurve 3 und die Strecke mit allen 4 Rädern verlässt, dessen Zeit wird gestrichen im Qualifying. Ganz genau, denn im freien Training heute Morgen war das noch möglich und da haben es die Piloten wirklich übertrieben und die Regelung ist von der Rennleitung ist, dass wenn man mit den linken Rädern über den weißen Strich fährt, wird die Zeit heute gestrichen. Adrian Tombe auf Position 4 und das ist die Passage, Ausgang Kurve 3, die wir da gesehen haben bei Fahrfuß. Wie gesagt, man darf mit 2 Rädern raus, aber nicht mit allen 4. Hintergrund ist vor allem auch der, dass da hinten ein Hubbel ist, der richtig wehtut, Manuel. Ja, der tut nicht nur weh, den Fahrer im Auto, sondern der beschädigt auch wahnsinnig den Unterboden, den Splitter vorne. Und
Da war auch einer der Leidtragenden heute Morgen, Matthias Ekström, hat dadurch sehr viel Trainingszeit verloren. Der gesagt hat, ich war noch gar nicht unten und trotzdem ist mein kompletter Splinter kaputt. Also da hat man einen Riegel vorgeschoben, um auch die Autos zu schonen. Timo Glock, da haben wir ihn doch. Im gelben BMW mit der Nummer 22. Glock ja ausgeschieden nach diesem Boxenstoppfehler in Hockenheim, als ihm das Rad abfiel, war nicht richtig drauf gemacht. Und der Teamchef hat gesagt, die Jungs haben es eigentlich gut gemacht beim Boxenstopp, aber es war ein Fehler von uns. Wir haben die falsche Hardware genommen. Sprich, sie haben eine Felge versucht zu montieren, die ganz, ganz neu war, noch gar nicht benutzt war. Und die verkantet dann einfach ein bisschen leichter, Manuel. Ja, das ganze System ist halt noch nicht eingeschliffen und da genügt ein, zwei Grade von der Felge, dass es nicht optimal sitzt. Ja, unser Ergebnis haben wir gesehen, hat leider Gottes rechte Hinterrad verloren. Manuel Reuter gerade auch ganz genau hingeschaut in Ausgang Kurve 3. War es da eng, was wir gerade gesehen haben. Jamie Green, sechstbeste Zeit. Ja, Green war auch so hart über den Randstein gefahren, dass das ganze Vorderteil am Auto abgehoben hat. Man sieht ja auch bei Matthias Ekström, die Audis sind nach wie vor sehr, sehr unruhig. Also sieht man schon, dass hier die Audi-Fahrer deutlich mehr zu kämpfen haben im Vergleich zu BMW und Mercedes. 10 Minuten noch, Timo Glock, 10. beste Zeit. Knappe Sekunde, oh, das ist auch weit, weit draußen. Fast so weit, wie Manuel Reuter draußen war mit dem Safety Car, mit Timo Glock als Beifahrer. Und jetzt kommt diese Kurve 3. Hier, das ist dieser Ausgang. Da hat Timo Glock hier jetzt auch ganz knapp den einen oder die zwei Reifen noch drauf gehabt. Auf der weißen Linie, das ist noch okay. Und Sie sehen, wie es da funkt. Woran liegt das, Manuel? Ja, Brands Hatch ist natürlich eine alte Rennstrecke. Sie ist teilweise sehr, sehr weh. Das wird natürlich von der Federung sehr, sehr hart gefahren. Und man versucht auch, für die optimale Bodenhaftung die Autos sehr tief zu fahren. Und deswegen ist dann auch der Federweg begrenzt. Das heißt, ab einem gewissen Maß der Einfederung, man sieht es jetzt nochmal, ist der Federweg ganz hart und begrenzt. Ja? Und Timo bleibt hier ganz knapp mit den linken Rädern noch hinter der weißen Linie. Da hinten kommt Timo Scheider im schwarzen Audi, da haben wir ihn. Scheider hat gesagt, leichte Probleme heute Morgen gehabt, vor allem in Kurve 1. Viel untersteuern, das ist jetzt Kurve 1. Paddock Hill Bend. Manche Piloten haben gesagt, man fährt auf das Ende der Welt zu, weil man fast nichts sieht und da Vollgas rein brettert. Ja, es ist extrem steil, man sieht es aus der Fernsehperspektive kaum. Und da werden die Autos natürlich vorne leicht. Und das heißt, ich brauche hier eine sehr gute Vorderachse. Und wenn mir dann natürlich die Vorderachse dann nach außen weggeht, ist es sehr schwierig, in dieser ganz schnellen Ecke hier die Linie zu behalten. Gary Paffett kommt da. Bruno Spengler ist da gerade noch durchs Bild gehuscht. Also inzwischen haben sich die meisten Piloten mal gezeigt. Da ist Spengler auf seiner ersten schnellen Runde. Jetzt hoch, Druids Hill und dann eben runter auf diese Kurve 3 zu, die lang gezogen ist. Kein Problem für Spengler hier. Dessen Auto da auch relativ ruhig liegt. Sehr wellig dann die Einfahrt in diese Schikane. Auch mit den Jahren schlechter geworden. Ja, die Schikane geht fast voll. Also wir reden da von knappen 200, die die Piloten an der langsamsten Stelle anliegen haben. Und der Champion geht nach 41,855 über die Ziellinie. Das ist im Moment Platz 7, Gary Paffett hinterher. Der liegt auf Position 6, 41,8 gerade gefahren, hat sich verbessert. Und das ist Dirk Werner, der Überraschungszweite in Weiß und Blau im BMW. Überraschungszweite von Hockenheim, von 20 auf 2 gefahren. Und er ist ganz weit raus gewesen. Dirk Werner kann sich damit Mühe noch halten, Rundenzeit auf jeden Fall gestrichen. Da haben wir ihn, Gary Paffett. Den lokalen Matadoren bei Mercedes, der auf Position 7 im Moment liegt. Wird aber Sieger des Vorjahrs. Besserung geben. Na, letzter Sektor hat er nicht hinbekommen.
Fehler war von außen nicht zu erkennen. Aber das ist das Schwierige hier in Brands Hatch. Du musst wirklich jede Ecke, jeden Zentimeter optimal nutzen, um hier eine Top-Rundenzeit zu fahren. Und auch diese Sektoren aneinander rein. Und vor allem auch keinen Verkehr haben. Denn es ist die kürzeste Strecke im Kalender. Es sind einfach viele Autos auf wenig Straße. 22 Autos unterwegs. Da muss man einfach gucken, dass man sauber durchkommt. Christian Vitoris. Über 42, damit ist überhaupt kein Start zu machen. Vitoris, erstes Podestergebnis in Hockenheim. Jetzt hier Paddock Hill Band unterwegs. Und Sie sehen, es geht hier zügig hin und her. Martin Tomczyk jetzt auf seiner schnellen Runde unterwegs. Sein Kumpel Paffett, mit dem er die Beziehung noch mal erneuert hat. Nach dem Ärger im letzten Jahr, der ist direkt vor ihm unterwegs im blauen Mercedes. Paffett liegt auf Position 7 im Moment. Tomczyk ist dran an der Bestzeit von Rockenfeller. Es sind 4 Audi im Moment vorne. Rockenfeller, Molina, Timo Scheider-Green links zu sehen für Sie. Mit den Kürzeln, falls Sie noch Probleme haben mit den Kürzeln, sportschau.de können Sie nochmal nachschauen. Da sind alle Fahrer nochmal auf. Gereiht und alle Kürzel erklärt. Daniel Juncadella, der Spanier. Und Tomczyk hat die Audi-Vorherrschaft erstmal unterbrochen. Bestzeit für Tomczyk. 5 Minuten noch, da wird sich noch einiges tun. 41,5, das wird noch nach unten gehen, denke ich. Juncadella bis jetzt bester Mercedes auf Position 7. Paffett tastet sich langsam nach oben, hat sich verbessert auf Position 5. Zweitbester Mercedes und da sieht man, wie es scheppert im Cockpit, nicht nur von Gary Paffett. Ja, das ist in Paddock Hill Bend, diese Kompression, da setzen die Autos ja komplett auf und es geht richtig in den Rücken, auch in den Nacken von den Fahrern. Da hat sich Juncadella richtig vertan. Christian Vitoris, es geht wirklich sehr, sehr schnell. 41 Sekunden, wie gesagt, ein Umlauf hier. Vitoris noch mal schneller wie gerade eben. 38.000stel Rückstand auf Tomczyk. Tomczyk ganz oben im BMW, ganz unten 2 BMW. Timo Glock, GLO, ist im Moment der langsamste. Der Mann mit der 22 steht an der Box übrigens. Wird sich gleich noch mal frische Reifen holen und noch mal versuchen, diese Zeit zu verbessern, um unter die besten 16 zu rutschen. Den 16. Platz belegt im Moment MOR mit der Zeit hinter seinem Kürzel Eduardo Mortara, 41.888. Das ist also der Code, um hier reinzukommen. Muss man also unterbieten, Pascal Wehrlein. Er ist im Moment der Erste, der draußen ist und hat jetzt ein bisschen Verkehr. Mortara ist vor ihm. Aber Wehrlein war jetzt in Turn 3 nach meiner Ansicht auch mit den linken Rädern über die weiße Linie gefahren. Müssen wir uns noch mal ganz genau in der Zeitlupe anschauen. Dann, wie gesagt, wäre die Zeit eh gestrichen, die Runde wertlos. 3 Minuten noch. Wehrlein kann sich auch nicht verbessern. Ja. Und ist draußen gewesen. Gut gesehen von Manuel Reuter. Aber wie gesagt, er ist eher eine 43er-Runde gefahren. Mit Mortara vor sich. Das hätte eh nichts gebracht. Mortara jetzt gerade rausgefallen. 200stel hinter Prio. Ja, ist sehr, sehr viel Verkehr auf der Strecke. Also es ist auch das Timing jetzt ganz wichtig. Mary. Reicht nicht für Roberto Mary. 29.000stel und Dirk Werner, er ist jetzt schnell unterwegs. Absolute Bestzeit, violett angezeigt im ersten Sektor, persönliche Bestzeit im Mittelsektor, grün angezeigt. Und jetzt schießt er auf Start und Ziel. Dirk Werner, der gesagt hat, man muss hier vorne stehen, sonst geht nichts auf diesem Kurs. Und das hat er hier gezeigt, dass er das kann. Bestzeit für Dirk Werner. Albuquerque auf der 10, Ekström im Moment draußen. Da kommt Ekström. Kann sich nicht verbessern. Timo Scheider geht auf die 2. Das sollte jetzt reichen für Timo Scheider. 36.000stel hinter Werner.
der Sieger von Hockenheim. Farfus ist im Moment raus auf Position 18. Und das kann, wie gesagt, so schnell gehen. Wenn man jetzt in den Verkehr reinkommt, keine saubere Runde mehr hinbekommt, dann kann es ganz schnell zu Ende gehen. Vitoris kommt noch mal raus. Kommt dann direkt Jamie Green in die Quere. Miguel Molina im roten Audi. Neue Bestzeit. 87.000stel schneller als Werner. Wir schauen auf die Linie und da ist Timo Glock im Moment auf der 16. Jetzt rausgefallen. 7.000stel hinter Spengler. Glock ist unterwegs mit zwei persönlichen Bestzeiten und kann sich jetzt wieder verbessern, während Marco Wittmann, sein Teamkollege, seine Leistung von heute Morgen bestätigt. Da war er ja Trainingsschnellster, der Mann in Weiß und den Regenbogenfarben. Glock ebenfalls stark auf die 4 jetzt gefahren. Da haben wir ihn, Timo Glock, also das sollte auch reichen. Und hinten wird es eng für Jamie Green, der jetzt rausfällt. 16.000 hinter Paffett und Paffett ist auch in Gefahr. Vitoris direkt vor ihm. Und Paffett hat keinen guten ersten Sektor. Einen ganz schlechten, kann sich auf keinen Fall mehr verbessern. Fährt jetzt noch einmal über die Linie und hat dann noch, wenn es gut läuft, die Chance. Ja, reicht für ihn, noch eine schnelle Runde zu fahren, Gary Paffett. Timo Glock ist durch. Das ist klar. Es geht jetzt um Paffett, es geht um Green, es geht um Vitoris. Da kommt Paffett auf seiner schnellen Runde, direkt hinter Glock. Zeit ist abgelaufen. Jamie Green, weiß ich nicht, ist er gerade noch drüber gegangen? Müsste geklappt haben für Jamie Green. Letzte Chance für ihn. Wir schauen auf Gary Paffett. Erster Sektor nicht optimal. Mortara, die Enttäuschung von Hockenheim, ausgeschieden. Heute Morgen schwach und jetzt letzte Chance für Mortara. Ja. Gerade so noch drin, aber reicht das? Es hängt ab von Paffett, es hängt ab von Paffett. Verdrängt Vitoris, geht nach oben, ist jetzt auf dem letzten Platz. Green gegen Paffett im direkten Duell ums Weiterkommen. 41,683, Green ist weiter und Paffett ist draußen. Gary Paffett, der Sieger des Vorjahres, 12.000stel zu langsam, um unter die besten 16 hier zu kommen. Meine Güte, ist das eine Enttäuschung. Er sagt, er hat nur eine Runde gehabt mit dem zweiten Satz Reifen wohl und hat man sich etwas im Timing hier vertan. Und Timo Glock, gar nicht schlecht für einen Neuling. Platz 4. Und jetzt rutscht hier auf dem Zeitenmonitor Gary Paffett nach oben. Es kann also sein, auf die 16 im Moment ist eine Zeit gestrichen worden von einem anderen Piloten, von Green nämlich. Green ist auf die 18 zurückgestuft worden. Wir fragen nach bei der Rennleitung. Vielleicht hat Jamie Green tatsächlich die Strecke verlassen in dieser Runde, die ihn da noch reingespült hat unter die besten 16. Und dann wäre Jamie Green draußen. Da haben wir ihn, den Briten, der jetzt gerade zum Wiegen geht. Also ein Brite ist auf jeden Fall draußen. Prio hat es geschafft als 14. Haben jetzt gerade die Information bekommen, dass Green es wohl doch nicht geschafft hat, vor der Zeit über die Linie zu fahren. Also, das ist das Problem. Es waren wirklich Hundertstel, die da entschieden haben. Marco Wittmann. Wahnsinn. Wieder der Schnellste. Der Franke. Miguel Molina auf der 2, Timo Scheider ist Dritter, 2 Audi also und Timo Glock Platz 4. Also, Green hat die Zeit geschossen bekommen, weil er eine Zehntel zu spät mit ihm gefahren. Eine Zehntelsekunde ist Jamie Green zu spät über die Linie gefahren, Zeit war abgelaufen, letzte Runde deshalb ungültig, Jamie Green als 18. ausgeschieden. Was für ein Debüt für Jamie Green bei Audi nach 8 Jahren Mercedes. Erst das schlechteste Rennergebnis seit 3,5 Jahren und jetzt als 18. raus im ersten Teil des Qualifyings und durchatmen bei Gary Paffett, da bin ich sicher. Ja, und Mike Rockenfeller, der ist schon wieder unterwegs, traut sich als Erster raus. Diese Strategie hat sich bewährt für ihn im ersten Teil des Qualifyings. Da hat er nämlich gleich eine Zeit aufgelegt und die war
gut für Mike Rockenfeller. Natürlich jetzt beide Zeiten violett, absolute Bestzeiten, wenn Rockenfeller der Erste ist, der rausgeht. Aber die Zeit ist gut. Die Zeiten werden ja erstmal gestrichen natürlich und deshalb jetzt neue Zeiten. Aber 41,3, das ist eine sehr gute Marke, Manuel. Auf jeden Fall, ja. Ja, für Green ist es natürlich sehr ärgerlich, denn er hat eine Zeit gefahren, die für Platz 6 gut gewesen wäre. Also er hatte den Speed, es war nur ein Timing-Problem. Und hier beim Heimrennen direkt in Q1 rauszufliegen, sehr schade für ihn. Rockenfeller nochmal 62.000stel an Messpunkt 2 schneller. Und nochmal besser. 23.000stel Verbesserung gegenüber der eigenen Zeit. Molina, Wickens und Tombay alle langsamer, auch fix unterwegs. Wittmann kommt da raus und Werner. Ganz schlecht im dritten Sektor. Auch hier war er jetzt, hat die Runde sowieso abgebrochen. Paddock Hill Band neben der Linie. Dirk Werner, bis vor kurzem, wenn man im Internet seinen Namen eingegeben hat, da ist man nur zum Verweis auf einen sehr bekannten deutschen Sportler gekommen, der den Namen Dirk Werner als Vornamen hat. Wenn Sie draufkommen, wer es ist, dürfen Sie mal schreiben. Als kleines Quiz. Vielleicht auf unserer Facebook-Seite. Die DTM live im Ersten. Aber jetzt hat sich Dirk Werner einen eigenen Namen gemacht, spätestens mit seinem zweiten Platz. Er hat gesagt, das war ein Durchbruch für mich, dieses Podestergebnis in Hockenheim. Matthias Ekström. Sechster erstmal. Und Andy Creo geht auf die drei, mit dem wir hier gerade mitfahren. Einer von drei Briten im Feld. Christian Dexner hat es gesagt, bei jeder Marke einer. Kräftiges Lebenszeichen von Brio. Da haben wir ihn, Andy Brio, in der Draufsicht. Lebt ja auf der Kanalinsel Guernsey zwischen Frankreich und Großbritannien. Er hat gesagt, bei uns ist das Wetter ein bisschen schöner. Da haben wir es, was wir gerade auf dem Monitor gesehen haben. Erste Runde gestrichen von Brio. Wegen zu weit am Rausfahren. Und jetzt ist er nur 14. Also kurzes Glück für Andy Brio. Und Gary Paffett. Eine Zehntel hat ihn weitergebracht. Mal sehen, was er aus diesem Geschenk macht. Platz 10. Leichter Verbremser ist hier in Kurve 1. Timo Glock. Erster Sektor zu langsam. Auf Platz 11. Augusto Farfus, um den war es ruhig, hat sich da durchgeschlichen durch den ersten Teil des Qualifyings. Da hinten kommt er in Blau und Grün, Position 7 für den Brasilianer, der ja die letzten drei Qualifyings und Rennen auch so erfolgreich bestritten hat. Letzten drei Rennen. Zwei Siege. Saisonübergreifend, Bruno Spengler auf Position 4, also BMW ist erwartet stark und vor allem auch Marco Wittmann, das Streifenhörnchen in der DTM, der Franke, Teamkollege von Timo Glock. Moment, läuft es noch nicht so, Platz 14, aber er hat ja noch 5,5 Minuten gut Zeit, um sich zu verbessern, der 23-Jährige aus Fürth. Teamkollege Glock steht direkt vor ihm. Links können Sie es wieder sehen. GLO direkt vor WIT. Glock vor Wittmann. 13 und 14. Das sind die Platzierungen. Wir suchen die besten 10 für den dritten Teil des Qualifyings. Zur Erinnerung. Prio hat sich auf Position 10 eingenistet. 41,497. 4 BMW. 5 BMW inzwischen unter den Top 10. Nur ein Mercedes mit Robert Wickens. Und es gibt ja auch nur einen weiteren Mercedes, Gary Paffett, den Christian Vitoris. Der ist ja auch gestrandet in diesem engen Finale in Q1. Auch Riesenenttäuschung für Vitoris, der ja im letzten Jahr schon so große Probleme hatte mit dem Qualifying. Dann dachte man, okay, jetzt geht's nach oben. Und dann der Rückschlag hier in Brands Hatch nach dem Podestergebnis in Hockenheim.
Aber ich glaube, man muss sagen, Mercedes ist ja wohl sehr konservativ, was das Setup angeht, die Fahrzeugeinstellung. Man hat ja wohl sehr fürs Rennen gebaut, schon für morgen. Aber wenn ich natürlich zu weit hinten stehe, wird es auch hier in Brands Hatch schwierig, denn der weiche Reifen und der Klappflügel wird nicht den Effekt haben, den wir in Hockenheim gesehen haben. Also hier wird prinzipiell Überholen etwas schwieriger. Um das nochmal zu erläutern, es gibt ja Parc Fermé, das bedeutet, es darf nicht mehr am Auto geschraubt werden, das Setup darf nicht mehr verändert werden jetzt bis zum Rennen. Und die Wettervorhersage ist ein bisschen wackelig, aber es sieht ein bisschen nach Regen aus für Sonntag. Und da muss man jetzt natürlich den Kompromiss finden, wie man heute schnell sein kann, aber auch morgen eben ein gutes und gut funktionierendes Auto über die Distanz von fast 100 Runden hier zu haben. Der einzige Mercedes, der im Moment weiter wäre, wäre Robert Wickens auf Position 8. Gary Paffett fehlen im Moment 2 Zehntel, um auf Position 10 zu kommen. Man sieht, wie der Prio wäre im Moment mit 8 Tausendstel gescheitert am Weiterkommen. Also 8 BMW sind noch dabei, 6 Audi und nur 2 Mercedes von den 6 Mercedes, die es gibt. Also da ist ganz klar, wer Probleme hat. Manuel Reuter hat es gesagt. Vielleicht wird sich das morgen relativieren, aber man darf eben einfach auch nicht zu weit hinten stehen. Gary Paffett hat jetzt zumindest mal die Chance mal erhalten, dabei zu sein unter den besten 10 mit diesem Sprung auf Platz 7. Molina, neue Bestzeit. Boah, 41.0, also das ist eine ganz starke Zeit. Ich habe auch den Eindruck, dass Audi hier wohl mit dem Setup etwas aggressiver zu Werke ist. Man hat ja wohl, oder man wird hier versuchen, in der Qualifikation vorne zu stehen. Und dann heißt es, die müssen mich morgen erstmal überholen. Aber wie angesprochen, 100 Runden hier in Brands Hatch sind verdammt lange. Miguel Molina, der 24-jährige Spanier. Schlechtes Jahr gehabt, 2012. Jetzt soll alles besser werden. Hat 8 Nuller zuletzt geholt. Letztes Punkteergebnis hier in Brands Hatch. Also die Strecke scheint ihm zu liegen. So auch diese Bestzeit zu erklären. Andy Prio im Moment auf Position 7. Fahrfuß, den wir vorher gesehen, den wir vorne gerade gesehen haben, ist im Moment draußen. 9 Tausendstel fehlen ihm. Hat eine persönliche Bestzeit im ersten Sektor. Und Wittmann, meine Güte, Marco Wittmann auf Position 2. Und Timo Glock, sein Teamkollege, geht auf die 7. Und Paffett und Wickens sind wieder rausgefallen aus den Top 10. Und langsam wird es eng. 1 Minute 20. Und jetzt geht es wieder um Kleinigkeiten. Auch Ekström, dem fehlen natürlich einige Minuten Training. Stand lange an der Box wegen des Problems mit dem Frontsplitter. Und das reicht nicht für Matthias Ekström. Die Zeit von Timo Glock wurde gestrichen. Die Runde ist auf einem ähnlichen Niveau. Mittelsektor war etwas schlechter. Platz 11 für Timo Glock reicht nicht. Er ist dran an Andy Prio an Platz 10, aber eben nicht vorbei. 26.000stel zu langsam. 2 Runden hat er noch Zeit, wenn es die Reifen denn mitmachen. Wenn er es umsetzen kann. Matthias Ekström, auch er hat jetzt noch diese Zieldurchfahrt und dann kann er noch eine Runde nachlegen. 41.3 ist die Zeit. Das reicht nicht. Letzte Chance jetzt für Ekström. Guter erster Sektor von Glock. Und Gary Paffett, für ihn gilt das Gleiche. Letzte Schikane, dann geht es nochmal in diese lange rechts auf Start und Ziel für Gary Paffett. Die Sekunden ticken nach unten. Wir schauen ganz genau, wann er über die Linie geht. Das reicht diesmal. Also hat nochmal eine Möglichkeit und die braucht er auch. Letzte Chance für Paffett, letzte Chance für Ekström. Und auch Timo Glock muss sich nochmal verbessern. Raus, Glock ist raus. Ah, Glock ist noch einmal drüber gekommen. Aber hat schon abgebrochen. 16, oder ist zumindest langsam die Zeit im ersten Sektor. Und Matthias Ekström, der ist jetzt draußen.
13. Ja. Platz für Ekström. Persönliche Bestleistung von Glock in der Mitte. Legt jetzt doch noch mal nach in der Mitte. Es kommt alles auf den letzten Sektor an. Und es kommt auch auf den letzten Sektor an bei Gary Paffett. Aber Sie sehen es, da leuchtet nichts farbig. Die ersten beiden Toren nicht gut bei Paffett. Und deshalb reicht es auch nicht. Also, eine zweite Chance hat er gekriegt. Timo Glock hat es nicht geschafft. Hat es nicht geschafft, fährt noch ein bisschen langsamer als gerade eben zu seiner schnellsten Zeit. Da haben wir ihn, Timo Glock, scheidet als Elfter aus. Also das ist genau das Problem. 9. wäre gewesen, wenn er drin geblieben wäre. Aber er hat die Strecke mit allen vier Rädern verlassen und deshalb wird die Zeit gestrichen von seiner schnellsten Runde. Deshalb ist Timo Glock draußen und er hat sehr, sehr prominente Gesellschaft. Paffett, Ekström und auch Dirk Werner hat's erwischt. Wickens und Tombe ebenfalls alle Mercedes raus, Manuel. Ja, und Paffett hat auch nochmal über Funkes gesagt, das war ganz harte Arbeit und glaube ich, ein enttäuschendes Ergebnis für Mercedes. Man hat hier, glaube ich, zu sehr aufs Rennen gebaut, zu konservativ in der Abstimmung hier für die Qualifikation. Und damit ist auch kein Mercedes mehr. Alle draußen. Alle draußen. Molina vor zwei BMW-Fahrern, Tomczyk und Wittmann, der sich weiter vorne hält. Mortara hat sich ein bisschen erholt, nachdem er sich auch lange schwer getan hat. Der Champion auf 5, Scheider, Rockenfeller, Fahrfuß, der Sieger von Hockenheim auf der 8. Und Hand und Prio sind beide weiter. Für Andy Prio ist das ein richtiger Schritt nach vorne. Timo Glock, das haben wir alles schon besprochen. Und die beiden Mercedes, die von 12 und 14 losfahren, das wird richtig schwer für die Stuttgarter hier morgen für den Vorjahressieger Gary Paffett von Position 12. Jawohl. Der gesuchte Lars Schwarting hat es als erster gewusst. Das sind die beiden Vornamen von Dirk Werner Nowitzki. Aber Dirk Werner, ja, für den ist es natürlich ein Rückschlag nach Platz 2 jetzt wieder von Position 15 los. Das Qualifying ja auch lange Zeit auch ein Problem von Dirk Werner. Das ist richtig, aber man hat generell gesehen, alle, die vorne ankamen in Hockenheim, außer Fahrfuß, sind schon nicht mehr dabei. Also dieses Jahr wird doch kräftig durchgewürfelt und das Wichtige wird immer sein, dabei zu sein, Punkte zu holen und die Frage wird doch sein, wer heute das richtige Setup gewählt hat für morgen, für diese 100 Runden, aber du musst halt hier auch erstmal vorne stehen. Und Mike Rockenfeller, den kennen wir schon als einer der Ersten, als Probefahrer sozusagen auf der Strecke, probiert auch sich hier als Erster aus im dritten Teil des Qualifyings. Es geht um den Einzug ins Einzelzeitfahren der besten vier. Mike Rockenfeller war hier schon mal dabei, hat hier eine Pole Position schon geholt. Es war 2011 und es war seine einzige Pole Position überhaupt. Aber, und jetzt kommt das große Aber für Mike Rockenfeller, er ist der einzige Pole-Setter der letzten 5 Jahre, der das Rennen danach nicht gewonnen hat. Tomczyk damals 2011, der Sieger nach Rockenfellers Pole. Aber Rockenfeller war letztes Jahr hier auch schon sehr stark, war in der Qualifikation und im Rennen dann bester Audi. Dritter gewesen im Rennen. Und man muss sagen, generell das Phoenix-Team ist hier sehr gut aufgestellt. Sowohl Rockenfeller als auch Molina fahren für die Mannschaft aus der Eifel. Und sie gehen auch einen etwas anderen Weg in der Abstimmung des Autos. Und das ist bisher sehr, sehr positiv. Martin Tomczyk ist schneller als sein ehemaliger Markenkollege Rockenfeller, zumindest in den ersten beiden Sektoren. Und zwar deutlich. 3/10 nimmt er Rockenfeller da ab. Und das wird er nach Hause fahren und eine neue Bestzeit jetzt setzen. Wie gut ist sie? Sehr gut. 41,189. Martin Tomczyk. Miguel Molina, sein Angriff verpufft, bleibt auf Position 3. Der Spanier, der hier wieder zurückfinden will in die Spur, hab's gesagt. Lange Durststrecke für ihn. Fast ein Jahr ohne Punkte. Teamkollege von Mike Rockenfeller bei Phoenix. Und Timo Scheider.
der nach seiner Pole in Hockenheim ein bisschen Selbstvertrauen getankt hat, auch wenn der Fehler bei der Safety-Car-Phase zu später Boxenstopp vom Team ab war, weit draußen, wird wohl gestrichen die Runde. Ja, der erste Sektor war auch schon nicht sonderlich bei Scheider. Dann das Ergebnis gekostet hat für Timo Scheider und Marco Wittmann, der damals draußen gewesen. Wittmann ist auf die 2 nach vorne gefahren. Scheider auf der 5. Wie gesagt, die Zeit aber wohl eh gestrichen. Jawohl, auch gleich wieder rausgenommen aus der Grafik. Auch jetzt der erste Zweiter Sektor. Versuch, wieder draußen. Und der erste Sektor auch zu langsam. Also, und nochmal Timo Scheider. Hat er noch ein paar Minuten Zeit, um diese Ecke hier sauber hinzukriegen. Etwas mehr als 7 Minuten, aber die Reifen lassen natürlich auch irgendwann mal nach. Timo, respect, track limit, turn 3. Turn 3, track limit. Jawohl, da kommt schon der Anpfiff aus der Box. Dritte Kurve, bitte mal auf der Straße bleiben. Wobei ich natürlich sagen muss, es ist schon unglücklich, wenn hinter den Randsteinen weiter Rasengitterstein oder Asphalt gemacht wird, dann versuchen die Piloten natürlich dahin zu fahren. Und das, wie gesagt, auf 2 Zentimeter zu timen, ist schon aus Fahrersicht sehr schwierig. Gucken wir mal, was Fahrfuß macht. Ist unerheblich, denn der erste Sektor ist schon ganz schlecht. Er war auf jeden Fall drin, Augusto Fahrfuß, aber das bringt nichts. Schon jetzt eine Sekunde weg. Schnelle Runde war also nichts für den Brasilianer. Auf ein neues. Erste Schlüsselstelle, Paddock Hill Bend, sehen wir nicht mehr. Joey Hand. Timo Box, Box. Rockenfeller jetzt mit einer Verbesserung. Auf die Position 2 nach vorne. Hand hat sich verbessert, aber nur auf 6. Das reicht nicht für den US-Amerikaner, der sein bestes DTM-Ergebnis in Hockenheim eingefahren hat. Platz 8. Und interessant war, dass Rockenfeller die Zeit erst in der 6. Runde gefahren ist. Platz 7 war es übrigens bei Joey Hand. Also, 6. Runde. Es ist also einiges möglich mit den Reifen, auch noch spät nachzulegen. Fahrfuß wird das gerne hören. Das ist nämlich noch nicht das Gelbe vom Ei. Und Andy Prio schafft erst zum ersten Mal in die Entscheidung um die Pole. Der 39-Jährige, jetzt startet er seine schnelle Runde. Der MBE, 5. Stufe des Ritterordens, des Order of the British Empire, für seine Wohltätigkeitsarbeit geehrt. 3-mal war er WTCC-Tourenwagen-Weltmeister. In der DTM wartet er noch auf den Durchbruch. Gerade noch drin. Passt, ja. Ein guter erster Sektor. Letzte Saison klar in die Schranken gewiesen von Teamkollegen Augusto Fahrfuß. 2 Zehntel fehlen ihm knapp auf Tomczyk. Oh, das kostet auch noch mal Zeit. Zu quer. Hat das Heck verloren beim Rausfahren. Molina ist die Marke, 41,4. Und es reicht. Er ist schneller als Molina. Vorläufig schneller als Molina. Haben wir Joey Hand beim Boxenstopp. Kann Molina kontern. Gerade rausgefallen aus den elitären 4, die dann im Einzelzeitfahren auf neuen Reifen, das ist ja neu in dieser Saison, die Pole Position ausfahren. Also keine Rücksicht mehr nehmen jetzt auf die Reifen. Alles rausholen. Und Bruno Spengler? War noch gar nicht draußen. Der war noch gar nicht draußen. Hat die besten Nerven. Spengler will auch hier nur einen Satz Reifen verwenden. Er sagt, die letzten 3,5 Minuten ist die Strecke auch am besten, ist am meisten Gummi gelegt worden von der Konkurrenz. Bei Scheider gibt es auch noch mal neue Reifen. Aber die Gefahr ist natürlich, wenn man so spät rausgeht, Verkehr hat oder einen Fehler macht, dann läuft einem die Zeit weg und man schaut in die Röhre. Oder auch hier, Turn 3,
darf nicht zu weit rausfahren. Drei Minuten, 15 Sekunden. Edo Mortara und Bruno Spengler. Das sind die beiden, die als Letzte rausgekommen sind. Die lange gewartet haben und hier auf ihre Stärke vertrauen. Dann kommt der Bruno Spengler, Scheider vorne noch. Aufpassen, ob es für ihn bislang kein Problem gewesen. Auch diesmal kommt er gerade noch so durch, Bruno Spengler. Hand ist jetzt auf 7000stel dran an Prio. 1300stel, 1400stel knapp, Bruno Spengler hinter Tomczyk. Kommt er ran, an den Markenkollegen, der jetzt gerade wieder aus der Box kommt. Bruno Spengler, Platz 3. Schießt vorbei an Tomczyk, hat dann nochmal eine freie Runde. Augusto Farfus, kommt er ran an Wittmann, jawohl. Dritter Platz für Augusto Farfus, 64.000stel. Drei BMW unter den Top 4 im Moment. Nur Rockenfeller als einziger Audi-Pilot dazwischen. Die anderen beiden Audi liegen hinten auf 8 und 9. Molina und Scheider. Mortaras Zeit steht noch aus. Mortaras erster Sektor ist zu schlecht, da hat er es in der Mitte auch langsam gemacht und auch der erste Sektor von Timo Scheider und die Mitte sind nicht sonderlich toll. Ja, 2,5 Zehntel zwar nur zurück, aber Position 8. Mortara hat sich eingereiht, haben wir gerade noch gesehen auf Position 10, also alle haben jetzt ihre Zeit markiert, 1,30 sind es noch, da haben wir Mortara. Riesenhals gehabt, ausgeschieden. In Hockenheim und da bin ich nicht ganz sicher, ob das alles noch sauber war für Edo Mortara oder ob er da die Strecke verlassen hat. Ist eh zu langsam. Tomczyk, Rockenfeller, Farfus, Spengler. Das sind im Moment die vier, die es untereinander ausmachen. Wittmann, 19.000stel hinter Spengler auf Position 5. Schon jetzt, super Leistung von Wittmann und da ist der einzige Nicht-BMW-Fahrer. Der hofft, dabei zu sein. Wartet in der Box, ist zuversichtlich, dass es reicht. Tomczyk hat sich nochmal verbessert. Molina ist schon ausgeschieden. Nichts mehr drin. Hat 9 Runden absolviert auf den neuen Reifen. Kann nichts mehr zulegen. Und Joey Hans geht's rein und hat Spengler verdrängt. 7000stel schneller als Bruno Spengler und Mortara hat sich gerade selbst um eine gute Zeit gebracht, denke ich, mit diesem Ausrutscher. So ist es. 41,5. Eine Chance hat er noch. Edo Mortara. Reifen jetzt natürlich ein bisschen dreckig. Und er hat natürlich zu wenig Schwung gehabt, um die Runde anzufangen. Man wird es sehen hier im ersten Sektor, was das gekostet hat. Zeit ist nicht schlecht, aber zu langsam. Letzte Chance für den Champion. Bruno Spengler, 2,5 Zehntel zu langsam. Das wird nicht reichen. Jawohl. Und er wird schon reingerufen. Also Bruno Spengler ist nicht dabei. In der Entscheidung um die Pole. Platz 5 wird es wohl werden für Bruno Spengler. Und Joey Hand ist zum ersten Mal unter den Top 4. So sieht es aus, wenn keiner mehr nachlegen kann. Wir schauen noch mal raus. Es wird relativ ruhig. Scheider ist reingefahren, Spengler ist reingefahren und auch Mortara kann wohl nicht mehr. Wittmann ist noch unterwegs, und aber der erste Sektor da kommt auch nichts mehr von Marco Wittmann. Also, Tomczyk, Rockenfeller, Farfus, Hand. 3 BMW, ein Audi in der Entscheidung um die Pole hier in Brands Hatch. Ja, und Farfus und Hand sind auch Teamkollegen wieder. Die waren schon, was den reinen Speed angeht, in Hockenheim verdammt schnell und ist hier auch wieder ganz starke Leistung vom Team Mampai. Und es gibt natürlich noch mehr richtig guten Sport heute im ersten bei der Sportschau. Es ist ein bisschen Lotterie mit dabei, ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt und Joey Hand ist jetzt auf seiner schnellen Runde und hat die Chance auf die erste Pole in seiner DTM-Karriere. Bester Startplatz bislang, der 5. beim Finale in Hockenheim. Kleiner Fehler,
Ja, 16.1, keine gute Zeit. Man muss hier fahren 15.8. Alles in Ordnung. War nicht außerhalb der Strecke, also er hat zumindest nochmal die Chance. Bestes DTM-Ergebnis in Hockenheim. Platz 7 vor zwei Wochen. Und jetzt, was kann er sich für eine Ausgangsposition beschere. Der Mann aus Sacramento, der 34-jährige US-Amerikaner Joey Hand. 41,4. Wie gesagt, frische Reifen, also neue Reifen. Nicht wie im letzten Jahr, gebrauchte Slicks. Bin gespannt, was das hier wert sein wird. Erster Sektor. Er hat wohl auf die Flagge gewartet, dass er abgewunken wird, weil er ist weitergefahren. Volles Rohr. Aber jetzt kommt er dann doch herein. Augusto Farfus ist der Nächste. Wichtig ist, die Reifen richtig ins optimale Temperaturfenster zu bekommen. Denn die Runde hier, auch die Auslaufrunde, ist sehr, sehr kurz. Und man muss jetzt gleich hier in Turn 1, Paddock Prevent, das absolute Vertrauen in den Grip, in sein Auto haben. Farfus. Wieder ein Top-Qualifying, das kann man jetzt schon sagen. Reicht es wieder für die erste Reihe, wie bei den letzten drei Rennen saisonübergreifend. Farfus ist schneller. Doch ganz sauber bis jetzt. Passt auch Turn 3. Perfekt erwischt. Augusto Farfus ist wieder ganz schnell unterwegs und ein Kandidat auf die Pole. Hat den Vorsprung ausgebaut. 14 Hundertstel Sekunden. Vorhand. Kein Fehler hier, Ausgang der letzten Ecke. Und Augusto Farfus ist vorne. Super Zeit. Augusto Farfus. Well done to both of you. Well done to the crews. Thank you very much. We'll see where we end. Just to remind you all, these tires from Q4 cannot be used to the weekend anymore. They cannot be used anymore. Also wichtige Information von Bart Mampay übers Radio, über den Funk. Die Reifen, die hier jetzt benutzt worden sind im vierten Teil des Qualifyings, die werden, dürfen nicht mehr benutzt werden im Rennen. Die müssen also mal weggeschlossen werden, sonst gibt es Ärger. Ja, das war für das Team Mampay bisher der größte Erfolg in der DTM, zwei Autos unter die letzten vier zu kriegen. Was kann Rockefeller mit dem Audi jetzt hier in Brands Hatch auf die Piste zaubern? Wie angesprochen, Team Phoenix fährt ein etwas anderes Setup als die anderen Audis. Phoenix gegen BMW, das ist das Duell. Mike Rockefeller Farfus, da ist die Linie 16.019. Ja. Er ist schneller. Mike Rockefeller ist gut unterwegs. Ganz stark bis jetzt. Die Strecke liegt ihm. Pole 2011 im letzten Jahr, ja. Startplatz 4. Vorsprung ist aber geschmolzen. Es kommt alles auf den letzten Sektor an bei Mike Rockefeller. Langt, glaube ich, nicht. Manuel Reuter schüttelt den Kopf. Es sind die letzten Meter. Mike Rockefeller und die letzte Hoffnung für Audi auf eine Pole. Doch, 4000stel. Rockefeller ist vorne. P1 im Moment. Chapeau. P1. Ganz stark. Ganz stark. Audi steht in der ersten Reihe. Bring the car to part from A, go to scale. Thank you for your job. Er hat im letzten Sektor nochmal 6000stel verloren, aber das hat gepasst. Martin Tomczyk. 2011 hat er Rockefeller davon abgehalten, unter anderem den Sieg hier zu holen nach der Pole. Hat das Rennen gewonnen 2011, als Rockefeller ganz vorne stand. Jetzt kann Tomczyk als letzter die zweite Pole der DTM-Karriere von Mike Rockefeller vereiteln. Martin Tomczyk. Ja, da war das ganze Wochenende hier schon stark. Kommt Tomczyk die Runde hin. 41,193 Rockefeller. Kein Fehler. Darf passieren. Nicht
ganz optimal, würde ich sagen, Turn 1. Was sagt die Zeit hier? Ja, 14.000. Es ist ein Wimpernschlag. Nicht mal. Tomczyk, da ist alles in Ordnung. Was kann der Mann aus Rosenheim noch zulegen? Die zweite Linie. Und er ist vorne! Was für ein Mittelsektor von Martin Tomczyk. 58.000stel Vorsprung vor den letzten Metern hier in Brands Hatch auf dem Indy-Course. Zweites Rennen der Saison. Wer steht vorne? Tomczyk oder Rockenfeller? 41.1. Tomczyk holt die Pole. Well done. Very good lap. Very good lap. Fantastic job, guys! I love you! Woohoo! Very good job, very good job. So bring the. Und das ist ein Riesenerfolg für Martin Tomczyk, während der andere schon draußen steht. Die Konkurrenz Gary Paffett einmal tief durchatmen muss. Der Konkurrent Martin Tomczyk holt hier die erste Pole seit fast 2 Jahren. Für sich selbst. Erste Pole der Saison für BMW und erste Pole überhaupt in Brands Hatch für BMW durch Martin Tomczyk. Und auch erste Pole für das Team RMG. Und das hat er gebraucht. Martin Tomczyk hatte der einen Hals nach Hockenheim. Da waren sie im Qualifying eigentlich schnell, aber hatten das Timing nicht. Zu früh rausgeschickt und dann wurde die Strecke immer besser. Tomczyk als 11. ausgeschieden im Rennen. Dann nur Rang 13 wegen der Durchfahrtsstrafe nach dem Frühstart. Da war das Rennen zu Ende eigentlich, halt bevor es überhaupt gestartet war für Martin Tomczyk, bevor die Ampel aus war, war zu früh losgefahren. Und Augusto Farfus, der kann in aller Gelassenheit gratulieren, hat eine super Ausgangsposition. Der einzige von denen, die vorne waren, der hier vorne mit dabei ist, der Sieger von Hockenheim. Christian Dexne mit den Stimmen und der Analyse. Ja, die Schikane geht fast voll, also wir reden da von knappen 200. Die Piloten an der langsamsten Stelle anliegen haben. Und der Champion geht nach 41.855 über die Ziellinie. Das ist im Moment Platz 7, Gary Paffett hinterher. Der liegt auf Position 6, 41.8 gerade gefahren, hat sich verbessert. Und das ist Dirk Werner, der Überraschungszweite in Weiß und Blau im BMW. Überraschungszweite von Hockenheim, von 20 auf 2 gefahren. Und er ist ganz weit raus gewesen. Dirk Werner kann sich damit Mühe noch halten. Rundenzeit auf jeden Fall gestrichen. Da haben wir ihn, Gary Paffett, den lokalen Matadoren bei Mercedes, der auf Position 7 im Moment liegt. Wird aber Sieger des Vorjahrs. Besserung geben. Na, letzter Sektor hat er nicht hinbekommen. Fehler war von außen nicht zu erkennen. Aber das ist das Schwierige hier in Brands Hatch. Du musst wirklich jede Ecke, jeden Zentimeter optimal nutzen, um hier eine Top-Rundenzeit zu fahren. Und auch diese Sektoren aneinander rein. Und vor allem auch keinen Verkehr haben. Denn es ist die kürzeste Strecke im Kalender. Es sind einfach viele Autos auf wenig Straße. 22 Autos unterwegs. Da muss man einfach gucken, dass man sauber durchkommt. Christian Vitoris. Über 42, damit ist überhaupt kein Start zu machen. Vitoris, erstes Podestergebnis in Hockenheim. Jetzt hier Paddock Hill Band unterwegs. Und Sie sehen, es geht hier zügig hin und her. Martin Tomczyk jetzt auf seiner schnellen Runde unterwegs. Sein Kumpel Paffett, mit dem er die Beziehung noch mal erneuert hat. Nach dem Ärger im letzten Jahr, der ist direkt vor ihm unterwegs im blauen Mercedes. Paffett liegt auf Position 7 im Moment. Tomczyk ist dran an der Bestzeit von Rockenfeller. Es sind 4 Audi im Moment vorne. Rockenfeller, Molina, Timo Scheider-Green links zu sehen für Sie. Mit den Kürzeln, falls Sie noch Probleme haben mit den Kürzeln, sportschau.de können Sie nochmal nachschauen. Da sind alle Fahrer nochmal auf. Gereiht und alle Kürzel erklärt. Daniel Juncadella, der Spanier. Und Tomczyk
hat die Audi-Vorherrschaft erstmal unterbrochen. Bestzeit für Tomczyk. 5 Minuten noch, da wird sich noch einiges tun. 41,5, das wird noch nach unten gehen, denke ich. Hunkadea bis jetzt bester Mercedes auf Position 7. Perfekt, tastet sich langsam nach oben, hat sich verbessert auf Position 5. Zweitbester Mercedes und da sieht man, wie es scheppert im Cockpit, nicht nur von Gary Paffett. Ja, das ist in Paddock Hill Bend, diese Kompression, da setzen die Autos ja komplett auf und es geht richtig in den Rücken, auch in den Nacken von den Fahrern. Da hat sich Hunkadea richtig vertan. Christian Vitoris, es geht wirklich sehr, sehr schnell. 41 Sekunden, wie gesagt, ein Umlauf hier. Vitoris noch mal schneller wie gerade eben. 38.000stel Rückstand auf Tomczyk. Tomczyk ganz oben im BMW, ganz unten 2 BMW. Timo Glock, GLO, ist im Moment der Langsamste. Der Mann mit der 22 steht an der Box übrigens. Wird sich gleich noch mal frische Reifen holen und noch mal versuchen, diese Zeit zu verbessern, um unter die besten 16 zu rutschen. Den 16. Platz belegt im Moment MOR mit der Zeit hinter seinem Kürzel Eduardo Mortara, 41.888. Das ist also der Code, um hier reinzukommen. Muss man also unterbieten, Pascal Wehrlein. Er ist im Moment der Erste, der draußen ist und hat jetzt ein bisschen Verkehr. Mortara ist vor ihm. Aber Wehrlein war es in Turn 3 nach meiner Ansicht auch mit den linken Rädern über die weiße Linie gefahren. Müssen wir uns nochmal ganz genau in der Zeitlupe anschauen. Dann, wie gesagt, wäre die Zeit eh gestrichen, die Runde wertlos. 3 Minuten noch. Wehrlein kann sich auch nicht verbessern und ist draußen gewesen. Gut gesehen von Manuel Reuter. Aber wie gesagt, er ist eher eine 43er-Runde gefahren. Mit Mortara vor sich. Das hätte eh nichts gebracht. Mortara jetzt gerade rausgefallen. 200stel hinter Prio. Ja, ist sehr, sehr viel Verkehr auf der Strecke. Also es ist auch das Timing jetzt ganz wichtig. Mary. Reicht nicht für Roberto Mary. 29.000stel und Dirk Werner, er ist jetzt schnell unterwegs. Absolute Bestzeit, violett angezeigt im ersten Sektor, persönliche Bestzeit im Mittelsektor, grün angezeigt. Und jetzt schießt er auf Start und Ziel. Dirk Werner, der gesagt hat, man muss hier vorne stehen, sonst geht nichts auf diesem Kurs. Und das hat er hier gezeigt, dass er das kann. Bestzeit für Dirk Werner. Albuquerque auf der 10, Ekström im Moment draußen. Da kommt Ekström. Kann sich nicht verbessern. Timo Scheider geht auf die 2. Das sollte jetzt reichen für Timo Scheider. 36.000stel hinter Werner. Und der Sieger von Hockenheim, Farfus, ist im Moment raus auf Position 18. Und das kann, wie gesagt, so schnell gehen. Wenn man jetzt in den Verkehr reinkommt, keine saubere Runde mehr hinbekommt, dann kann es ganz schnell zu Ende gehen. Vitoris kommt noch mal raus. Kommt dann direkt Jamie Green in die Quere. Miguel Molina im roten Audi. Neue Bestzeit. 87.000stel. Schneller als Werner. Strong sector one. Wir schauen auf die Linie und da ist Timo Glock im Moment auf der 16. Jetzt rausgefallen. 7.000stel hinter Spengler. Glock ist unterwegs mit 2 persönlichen Bestzeiten und kann sich jetzt wieder verbessern, während Marco Wittmann, sein Teamkollege, seine Leistung von heute Morgen bestätigt. Da war er ja Trainingsschnellster, der Mann in Weiß und den Regenbogenfarben. Glock ebenfalls stark auf die 4 jetzt gefahren. Da haben wir ihn, Timo Glock, also das sollte auch reichen. Und hinten wird es eng für Jamie Green, der jetzt rausfällt. 16.000 hinter Paffett und Paffett ist auch in Gefahr. Vitoris direkt vor ihm. Und Paffett hat keinen guten ersten Sektor. Einen ganz schlechten, kann sich auf keinen Fall mehr verbessern. Fährt jetzt noch einmal über die Linie und hat dann noch, wenn es gut läuft, die Chance. Ja, reicht für jeden, noch eine schnelle Runde zu fahren, Gary Paffett.
Timo Glock ist durch. Das ist klar. Es geht jetzt um Paffett. Es geht um Green. Es geht um Vitoris. Da kommt Paffett auf seiner schnellen Runde direkt hinter Glock. Zeit ist abgelaufen. Jamie Green, weiß ich nicht, ist er gerade noch drüber gegangen? Müsste geklappt haben für Jamie Green. Letzte Chance für ihn. Wir schauen auf Gary Paffett. Erster Sektor nicht optimal. Mortara, die Enttäuschung von Hockenheim, ausgeschieden. Heute Morgen schwach und jetzt letzte Chance für Mortara. Ja. Gerade so noch drin, aber reicht das? Es hängt ab von Paffett, es hängt ab von Paffett. Verdrängt Vitoris, geht nach oben, ist jetzt auf dem letzten Platz. Green gegen Paffett im direkten Duell ums Weiterkommen. 41,683, Green ist weiter und Paffett ist draußen. Gary Paffett, der Sieger des Vorjahres, 12.000stel zu langsam, um unter die besten 16 hier zu kommen. Meine Güte, ist das eine Enttäuschung. Er sagt, er hat nur eine Runde gehabt mit dem zweiten Satz Reifen wohl und hat man sich etwas im Timing hier vertan. Und Timo Glock, gar nicht schlecht für einen Neuling. Platz 4. Und jetzt rutscht hier auf dem Zeitenmonitor Gary Paffett nach oben. Es kann also sein, auf die 16 im Moment ist eine Zeit gestrichen worden von einem anderen Piloten, von Green nämlich. Green ist auf die 18 zurückgestuft worden. Wir fragen nach bei der Rennleitung. Vielleicht hat Jamie Green tatsächlich die Strecke verlassen in dieser Runde, die ihn da noch reingespült hat unter die besten 16. Und dann wäre Jamie Green draußen. Da haben wir ihn, den Briten, der jetzt gerade zum Wiegen geht. Also ein Brite ist auf jeden Fall draußen. Prio hat es geschafft als 14. Haben jetzt gerade die Information bekommen, dass Green es wohl doch nicht geschafft hat, vor der Zeit über die Linie zu fahren. Also, das ist das Problem. Es waren wirklich Hundertstel, die da entschieden haben. Marco Wittmann. Wahnsinn. Wieder der Schnellste. Der Franke. Miguel Molina auf der 2, Timo Scheider ist Dritter, 2 Audi also und Timo Glock Platz 4. Also, Green hat die Zeit geschossen bekommen, weil er eine Zehntel zu spät über die Linie gefahren ist. Eine Zehntelsekunde ist Jamie Green zu spät über die Linie gefahren, Zeit war abgelaufen, letzte Runde deshalb ungültig, Jamie Green als 18. ausgeschieden. Was für ein Debüt für Jamie Green bei Audi nach 8 Jahren Mercedes. Erst das schlechteste Rennergebnis seit 3,5 Jahren und jetzt als 18. raus im ersten Teil des Qualifyings und durchatmen bei Gary Paffett, da bin ich sicher. Ja, und Mike Rockenfeller, der ist schon wieder unterwegs, traut sich als erster raus. Diese Strategie hat sich bewährt für ihn im ersten Teil des Qualifyings. Da hat er nämlich gleich eine Zeit aufgelegt und die war gut für Mike Rockenfeller. Natürlich jetzt beide Zeiten violett, absolute Bestzeiten, wenn Rockenfeller der Erste ist, der rausgeht. Aber die Zeit ist gut. Was? Zeiten werden ja erstmal gestrichen natürlich und deshalb jetzt neue Zeiten. Aber 41,3, das ist eine sehr gute Marke, Manuel. Auf jeden Fall, ja. Ja, für Green ist es natürlich sehr ärgerlich, denn er hat eine Zeit gefahren, die für Platz 6 gut gewesen wäre. Also er hatte den Speed, es war nur ein Timing-Problem. Und hier beim Heimrennen direkt in Q1 rauszufliegen, sehr schade für ihn. Rockenfeller nochmal, 62.000stel an Messpunkt 2 schneller. Und nochmal besser, 23.000stel Verbesserung gegenüber der eigenen Zeit. Molina, Wickens und Tombay, alle langsamer, auch fix unterwegs. Wittmann kommt da raus und Werner. Ganz schlecht im dritten Sektor. Auch hier war er jetzt, hat die Runde sowieso abgebrochen. Paddock Hill Band neben der Linie. Dirk Werner bis vor kurzem, wenn man im Internet seinen Namen eingegeben hat, da ist man nur zum Verweis auf einen sehr bekannten deutschen Sportler gekommen, der die Namen Dirk Werner als Vornamen hat. Wenn Sie draufkommen, wer es ist, dürfen Sie mal schreiben. Als kleines Quiz. Vielleicht auf unserer Facebook-Seite. Die DTM live im Ersten.
Aber jetzt hat sich Dirk Werner einen eigenen Namen gemacht, spätestens mit seinem zweiten Platz. Er hat gesagt, das war ein Durchbruch für mich, dieses Podestergebnis in Hockenheim. Matthias Ekström. Sechster erstmal. Danny Creo geht auf die drei, mit dem wir hier gerade mitfahren. Einer von drei Briten im Feld. Christian Dexner hat es gesagt, bei jeder Marke einer. Kräftiges Lebenszeichen von Creo. Da haben wir ihn, Andy Creo, in der Draufsicht. Lebt ja auf der Kanalinsel Guernsey zwischen Frankreich und Großbritannien. Er hat gesagt, bei uns ist das Wetter ein bisschen schöner. Ah, da haben wir es, was wir gerade auf dem Monitor gesehen haben. Erste Runde gestrichen von Prio. Wegen zu weitem Rausfahren. Und jetzt ist er nur 14. Also kurzes Glück für Andy Prio. Und Gary Paffett. Eine Zehntel hat ihn weitergebracht. Mal sehen, was er aus diesem Geschenk macht. Platz 10. Leichter Verbremser ist hier in Kurve 1. Timo Glock. Erster Sektor zu langsam. Auf Platz 11. Und Augusto Farfus, um den war es ruhig. Hat sich da durchgeschlichen durch den ersten Teil des Qualifyings. Da hinten kommt er in Blau und Grün, Position 7 für den Brasilianer, der ja die letzten drei Qualifyings und Rennen auch so erfolgreich bestritten hat. Letzten drei Rennen. Zwei Siege. Saisonübergreifend. Bruno Spengler auf Position 4, also BMW ist erwartet stark. Und vor allem auch Marco Wittmann, das Streifenhörnchen in der DTM. Der Franke, Teamkollege von Timo Glock. Moment, läuft es noch nicht so. Platz 14. Aber er hat ja noch 5,5 Minuten gut Zeit, um sich zu verbessern. Der 23-Jährige aus Fürth. Teamkollege Glock steht direkt vor ihm. Links können Sie es wieder sehen. GLO direkt vor WIT. Glock vor Wittmann. 13 und 14. Das sind die Platzierungen. Wir suchen die besten 10 für den dritten Teil des Qualifyings. Zur Erinnerung. Prio hat sich auf Position 10 eingenistet, 41,497. 5 BMW inzwischen unter den Top 10. Nur ein Mercedes mit Robert Wickens. Und es gibt ja auch nur einen weiteren Mercedes, Gary Paffett, den Christian Vitoris. Der ist ja auch gestrandet in diesem engen Finale in Q1. Auch Riesenenttäuschung für Vitoris, der ja im letzten Jahr schon so große Probleme hatte mit dem Qualifying. Dann dachte man, okay, jetzt geht's nach oben. Und dann der Rückschlag hier in Brands Hatch nach dem Podestergebnis in Hockenheim. Aber ich glaube, man muss sagen, Mercedes ist ja wohl sehr konservativ, was das Setup angeht, die Fahrzeugeinstellung. Man hat ja wohl sehr fürs Rennen gebaut, schon für morgen, aber wenn ich natürlich zu weit hinten stehe, wird es auch hier in Brands Hatch schwierig, denn der weiche Reifen und der Klappflügel wird nicht den Effekt haben, den wir in Hockenheim gesehen haben. Also hier wird prinzipiell Überholen etwas schwieriger. Um das nochmal zu erläutern, es gibt ja Parc Fermé, das bedeutet, es darf nicht mehr am Auto geschraubt werden, das Setup darf nicht mehr verändert werden jetzt bis zum Rennen. Und die Wettervorhersage ist ein bisschen wackelig, aber es sieht ein bisschen nach Regen aus für Sonntag. Und da muss man jetzt natürlich den Kompromiss finden, wie man heute schnell sein kann, aber auch morgen eben ein gutes und gut funktionierendes Auto über die Distanz von fast 100 Runden hier zu haben. Der einzige Mercedes, der im Moment weiter wäre, wäre Robert Wickens auf Position 8. Gary Paffett fehlen im Moment 2 Zehntel, um auf Position 10 zu kommen. Man sieht, wie der Prio wäre im Moment mit 8 Tausendstel gescheitert am Weiterkommen.
Also 8 BMW, alle 8 BMW sind noch dabei, 6 Audi und nur 2 Mercedes von den 6 Mercedes, die es gibt. Also da ist ganz klar, wer Probleme hat. Manuel Reuter hat es gesagt. Vielleicht wird sich das morgen relativieren, aber man darf eben einfach auch nicht zu weit hinten stehen. Gary Paffett hat jetzt zumindest mal die Chance, mal erhalten, dabei zu sein unter den besten 10 mit diesem Sprung auf Platz 7. Molina, neue Bestzeit. Boah, 41,0, also das ist eine ganz starke Zeit. Ich habe auch den Eindruck, dass Audi hier wobei ich natürlich sagen muss, es ist schon unglücklich, wenn hinter den Randsteinen weiter Rasengitterstein oder Asphalt gemacht wird, dann versuchen die Piloten natürlich dahin zu fahren. Und das, wie gesagt, auf 2 Zentimeter zu timen, ist schon aus Fahrersicht sehr schwierig. Gucken wir mal, was Fahrfuß macht. Ist unerheblich, denn der erste Sektor ist schon ganz schlecht. Er war auf jeden Fall drin, Augusto Fahrfuß, aber das bringt nichts. Schon jetzt eine Sekunde weg. Erste schnelle Runde war also nichts für den Brasilianer. Auf ein neues. Erste Schlüsselstelle, Paddockhill Bend, sehen wir nicht mehr. Joey Hand. Timo Box, Box. Rockenfeller jetzt mit einer Verbesserung. Auf die Position 2 nach vorne. Hand hat sich verbessert, aber nur auf 6. Das reicht nicht für den US-Amerikaner, der sein bestes DTM-Ergebnis in Hockenheim eingefahren hat. Platz 8. Und interessant war, dass Rockenfeller die Zeit erst in der 6. Runde gefahren ist. Platz 7 war es übrigens bei Joey Hand. Also 6. Runde. Es ist also einiges möglich mit den Reifen. Auch noch spät nachzulegen. Fahrfuß wird das gerne hören. Das ist nämlich noch nicht das Gelbe vom Ei. Und Andy Prio schafft erst zum ersten Mal in die Entscheidung um die Pole. Der 39-Jährige, jetzt startet er seine schnelle Runde. Der MBE, 5. Stufe des Ritterordens, des Order of the British Empire, für seine Wohltätigkeitsarbeit geehrt. 3-mal war er WTCC, Tourenwagen-Weltmeister. In der DTM wartet er noch auf den Durchbruch. Gerade noch drin. Passt, ja. Ein guter erster Sektor. Letzte Saison klar in die Schranken gewiesen von Teamkollegen Augusto Fahrfuß. 2 Zehntel fehlen ihm knapp auf Tomczyk. Oh, das kostet auch noch mal Zeit. Zu quer. Hat das Heck verloren beim Rausfahren. Molina ist die Marke, 41,4. Und es reicht. Er ist schneller als Molina. Vorläufig schneller als Molina. Haben wir Joey Hand beim Boxenstopp. Kann Molina kontern. Gerade rausgefallen aus den elitären 4, die dann im Einzelzeitfahren auf neuen Reifen, das ist ja neu in dieser Saison, die Pole Position ausfahren. Also keine Rücksicht mehr nehmen jetzt auf die Reifen. Alles rausholen. Und Bruno Spengler war noch gar nicht draußen. Der war noch gar nicht draußen. Hat die besten Nerven. Spengler will auch hier nur einen Satz Reifen verwenden. Er sagt, die letzten 3,5 Minuten ist die Strecke auch am besten, ist am meisten Gummi gelegt worden von der Konkurrenz. Bei Scheider gibt es auch noch mal neue Reifen. Aber die Gefahr ist natürlich, wenn man so spät rausgeht, Verkehr hat oder einen Fehler macht, dann läuft einem die Zeit weg und man schaut in die Röhre. Oder auch hier, Turn 3, darf nicht zu weit rausfahren. Drei Minuten, 15 Sekunden. Edo Mortara und Bruno Spengler. Das sind die beiden, die als Letzte rausgekommen sind. Die lange gewartet haben und hier auf ihre Stärke vertrauen. Spengler, Scheider vorne noch. Aufpassen, ob es
für ihn bislang kein Problem gewesen. Auch diesmal kommt er gerade noch so durch, Bruno Spengler. Hand ist jetzt auf 7000stel dran an Prio. 1300stel, 1400stel knapp, Bruno Spengler hinter Tomczyk. Kommt er ran an den Markenkollegen, der jetzt gerade wieder aus der Box kommt. Bruno Spengler, Platz 3. Schießt vorbei an Tomczyk, hat dann nochmal eine freie Runde. Augusto Farfus, kommt er ran an Wittmann, jawohl. Dritter Platz für Augusto Farfus, 64.000stel. Drei BMW unter den Top 4 im Moment. Nur Rockenfeller als einziger Audi-Pilot dazwischen. Die anderen beiden Audi liegen hinten auf 8 und 9. Molina und Scheider. Mortaras Zeit steht noch aus. Mortaras erster Sektor ist zu schlecht, da hat er es in der Mitte auch langsam gemacht und auch der erste Sektor von Timo Scheider und die Mitte sind nicht sonderlich toll. Ja, 2,5 Zehntel zwar nur zurück, aber Position 8. Mortara hat sich eingereiht, haben wir gerade noch gesehen auf Position 10, also alle haben jetzt ihre Zeit markiert, 1,30 sind es noch, da haben wir Mortara. Riesenhals gehabt, ausgeschieden. In Hockenheim und da bin ich nicht ganz sicher, ob das alles noch sauber war für Edo Mortara oder ob er da die Strecke verlassen hat. Ist eh zu langsam. Tomczyk, Rockenfeller, Farfus, Spengler. Das sind im Moment die vier, die es untereinander ausmachen. Wittmann, 19.000stel hinter Spengler auf Position 5. Schon jetzt, super Leistung von Wittmann und da ist der einzige Nicht-BMW-Fahrer. Der hofft, dabei zu sein. Wartet in der Box, ist zuversichtlich, dass es reicht. Tomczyk hat sich nochmal verbessert. Molina ist schon ausgeschieden. Nichts mehr drin. Hat 9 Runden absolviert auf den neuen Reifen. Kann nichts mehr zulegen. Und Joey Hans geht's rein und hat Spengler verdrängt. 7000stel schneller als Bruno Spengler und Mortara hat sich gerade selbst um eine gute Zeit gebracht, denke ich, mit diesem Ausrutscher. So ist es. 41,5. Eine Chance hat er noch. Edo Mortara, Reifen jetzt natürlich ein bisschen dreckig. Und er hat natürlich zu wenig Schwung gehabt, um die Runde anzufangen. Man wird es sehen hier im ersten Sektor, was das gekostet hat. Zeit ist nicht schlecht, aber zu langsam. Letzte Chance für den Champion. Bruno Spengler, 2,5 Zehntel zu langsam. Das wird nicht reichen. Jawohl. Und er wird schon reingerufen. Also Bruno Spengler ist nicht dabei. In der Entscheidung um die Pole. Platz 5 wird es wohl werden für Bruno Spengler. Und Joey Hand ist zum ersten Mal unter den Top 4. So sieht es aus, wenn keiner mehr nachlegen kann. Wir schauen nochmal raus. Es wird relativ ruhig. Scheider ist reingefahren, Spengler ist reingefahren. Und auch Mortara kann wohl nicht mehr. Wittmann ist noch unterwegs. Und aber der erste Sektor da kommt auch nichts mehr von Marco Wittmann. Also, Tomczyk, Rockenfeller, Farfus, Hand. 3 BMW, ein Audi in der Entscheidung um die Pole hier in Brands Hatch. Ja, und Farfus und Hand sind auch Teamkollegen wieder. Die waren schon, was den reinen Speed angeht, in Hockenheim verdammt schnell und ist hier auch wieder ganz starke Leistung vom Team Mampai. Und es gibt natürlich noch mehr richtig guten Sport heute im ersten bei der Sportschau. Es ist ein bisschen Lotterie mit dabei, ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt und Joey Hand ist jetzt auf seiner schnellen Runde und hat die Chance auf die erste Pole in seiner DTM-Karriere. Bester Startplatz bislang, der 5. beim Finale in Hockenheim. Kleiner Fehler. Ja, 16,1, keine gute Zeit, man muss hier fahren. 15,8. Alles in Ordnung. War nicht außerhalb der Strecke, also hat zumindest noch mal die Chance. Bestes DTM-Ergebnis in Hockenheim. Platz 7 vor 2 Wochen. Und jetzt, was kann er sich für eine Ausgangsposition bescheren? Der Mann aus Sacramento, der 34-jährige US-Amerikaner Joey Hand. 41,4, wie gesagt, frische Reifen, also noch.
gentlemen, start your engines. We're going to Brands Hatch. Die DTM in England. Das zweite Rennen. Die zweite Chance. Die Insel. Die Insel 2012 bezwungen von Gary Paffett. In diesem Jahr? This is the one. Geht's rund. Es war ein heißer Saisonstart in Hockenheim. Jetzt mehr davon in Brands Hatch. Der Local Hero heißt Jamie Green. Mein Heimrennen. Der neue Timo Glock hatte sein erstes Mal in Hockenheim. Nun erwartet ihn eine völlig unbekannte. Für mich eine neue Rennstrecke. Die DTM in Brands Hatch. Und die Formel 1, die war hier natürlich auch schon unterwegs, aber da war Timo Glock gerade mal 4 Jahre alt, als die Formel 1 hier zuletzt zu Gast war auf dem großen Kurs 1986. Also deshalb hat Timo Glock Brands Hatch noch nie aus der Fahrerperspektive gesehen. Er schon, Jamie Green. Für ihn ist es ja so ein bisschen ein Heimspiel für den Briten, der inzwischen in Monaco lebt. Aber um bei Timo Glock zu bleiben, heute Morgen, wie gesagt, Platz 19 im freien Training. Und da haben wir natürlich gleich mal nachgefragt, Andi Ahn hat das getan, wie es denn war auf dem Indy-Kurs in Brands Hatch. Wie ich das hier ein bisschen erwartet habe, ist es schwierig, weil die Strecke einfach seine Tücken hat. Man muss ein bisschen verstehen, wie man wo das Auto platzieren muss über die Bodenwellen, speziell im letzten Sektor. Und da habe ich mir noch sehr, sehr schwer getan heute Morgen. Also, ja, so wirklich gut sah das so nicht aus, aber jetzt müssen wir schauen, was wir noch machen können fürs Qualifying. 1,5 Stunden sind eben sehr, sehr kurz und auf jedes Zehntel kommt sie an, auf jedes Hundertstel und das werde ich wahrscheinlich heute zu spüren bekommen hier. Aber schauen wir mal, also wir werden unser Bestes geben und versuchen es das Maximum rauszuholen. Da haben wir sein Dienstfahrzeug gesehen, das Auto mit der 22, das Yellow Beast, wie sie dazu sagen, das Auto von Timo Glock. Und während Timo Glock, wie gesagt, 19. war nur eine halbe Sekunde schneller sein Teamkollege beim BMW Team MTech, der zweite Neuling. Und das war Marco Wittmann, der als einziger der Rookies ja in die Punkte gefahren ist in Hockenheim und heute Morgen eben gleich wieder der Schnellste war. Und auch bei Marco Wittmann haben wir mal nachgefragt. Marco Wittmann, als einziger DTM-Neueinsteiger haben Sie in Hockenheim Punkte geholt. Heute hier im freien Training auf Position 1 gefahren. Welche Erklärung haben Sie für diese doch relativ guten Ergebnisse? Gut, ich meine, eine richtige Erklärung habe ich auch nicht. Ich versuche halt mein Bestes zu geben. Natürlich ist es wichtig, auch im freien Training mit dem Ingenieur, mit dem Team gut zusammenzuarbeiten, um die perfekte Abstimmung zu finden. Gut, zum anderen kenne ich die Strecke Brands Hatch auch aus meiner Formel 3-Zeit. Gut, bis jetzt lief es sehr gut und jetzt schauen wir mal, wie es dann im Qualifying ausschaut. Was erhoffen Sie sich denn jetzt vom Qualifying? Gut, natürlich hoffe ich schon, vorne zu stehen. Ich meine, nach dem guten freien Training wollen wir natürlich da anknüpfen. Ob es wirklich bis ganz nach oben reicht, schauen wir mal. Aber Top 10 ist auf jeden Fall das Ziel. Danke, viel Erfolg, danke. Sein Markenkollege Joey Hand ist schon mal rausgefahren. Viele Audi auch schon auf der Strecke. Rockenfeller haben wir gesehen, Molina, die sich als Erste rausgetraut haben. Wie gesagt, 13 Minuten sind es noch gut. Die besten 16 kommen weiter von den 22 Piloten in den zweiten Teil des Qualifyings. Also da wird sich noch viel verschieben. Die ersten Marken sind gesetzt. Die Zeiten sind noch nicht sonderlich gut. Zumindest nicht die von Joey Hand. Das wird deutlich nicht reichen. Wir werden so gegen 41 gehen. Und eine Sache muss man noch klarstellen, was Timo Glock gesagt hat bei Manuel Reuter, der inzwischen hier hochgesprintet ist im Auto. Das ist nicht mehr ganz gültig. Zuerst war die Ansage Ausgang Kurve 3. Wir werden es gleich mal sehen. Da darf man rausfahren, soweit man will. Das hat man abgestellt. Wer jetzt sich zu weit raustragen lässt, Ausgang Kurve 3 und die Strecke mit allen 4 Rädern verlässt, dessen Zeit wird gestrichen im Qualifying. Ganz genau, denn im freien Training heute Morgen war das noch möglich. Und da haben es die Piloten wirklich übertrieben. Und die Regelung ist von der Rennleitung ist, dass wenn man mit den linken Rädern über den weißen Strich fährt, wird die Zeit heute gestrichen. Adrian Tombe auf Position 4. Und das ist die Passage, Ausgang Kurve 3, die wir da gesehen haben bei Fahrfuß. Wie gesagt, man darf mit 2 Rädern raus, aber nicht mit allen 4. Hintergrund ist vor allem auch der, dass da hinten ein Hubbel ist, der richtig wehtut, Manuel.
Ja, der tut nicht nur weh, den Fahrern im Auto, sondern der beschädigt auch wahnsinnig den Unterboden, den Splitter vorne. Und da war auch einer der Leidtragenden heute Morgen, Matthias Ekström, hat dadurch sehr viel Trainingszeit verloren. Der gesagt hat, ich war doch gar nicht unten und trotzdem ist mein kompletter Splitter kaputt. Also da hat man einen Riegel vorgeschoben, um auch die Autos zu schonen. Timo Glock, da haben wir ihn doch. Im gelben BMW mit der Nummer 22. Glock ja ausgeschieden nach diesem Boxenstoppfehler in Hockenheim, als ihm das Rad abfiel, war nicht richtig drauf gemacht. Und der Teamchef hat gesagt, die Jungs haben es eigentlich gut gemacht beim Boxenstopp, aber es war ein Fehler von uns. Wir haben die falsche Hardware genommen. Sprich, sie haben eine Felge versucht zu montieren, die ganz, ganz neu war, noch gar nicht benutzt war. Und die verkantet dann einfach ein bisschen leichter, Manuel. Ja, das ganze System ist halt noch nicht eingeschliffen und da genügt ein, zwei Grade von der Felge, dass es nicht optimal sitzt. Ja, das Ergebnis haben wir dann gesehen, hat leider Gottes rechte Hinterrad verloren. Manuel Reuter gerade auch ganz genau hingeschaut in Ausgang Kurve 3. Was da eng, was wir gerade gesehen haben, Jamie Green, sechstbeste Zeit. Ja, Green war auch so hart über den Randstein gefahren, dass das ganze Vorderteil am Auto abgehoben hat. Man sieht ja auch bei Matthias Ekström, die Audis sind nach wie vor sehr, sehr unruhig. Also sieht man schon, dass hier die Audi-Fahrer deutlich mehr zu kämpfen haben im Vergleich zu BMW und Mercedes. 10 Minuten noch, Timo Glock, 10. beste Zeit. Knappe Sekunde. Oh, das ist auch weit, weit draußen. Fast so weit, wie Manuel Reuter draußen war. Mit dem Safety Car, mit Timo Glock als Beifahrer. Und jetzt kommt diese Kurve 3. Hier, das ist dieser Ausgang. Da hat Timo Glock hier jetzt auch ganz knapp den einen oder die zwei Reifen noch drauf gehabt. Auf der weißen Linie, das ist noch okay. Und Sie sehen, wie es da funkt. Woran liegt das, Manuel? Ja, Brands Hatch ist natürlich eine alte Rennstrecke. Sie ist teilweise sehr, sehr wenig. Das wird natürlich von der Federung sehr, sehr hart gefahren. Und man versucht auch für die optimale Bodenhaftung die Autos sehr tief zu fahren. Und deswegen ist dann auch der Federweg begrenzt. Das heißt, ab einem gewissen Maß der Einfederung, man sieht es jetzt nochmal, ist der Federweg ganz hart und begrenzt. Ja, und Timo bleibt hier ganz knapp mit den linken Rädern noch hinter der weißen Linie. Dahin kommt Timo Scheider im schwarzen Audi, da haben wir ihn. Scheider hat gesagt, leichte Probleme heute Morgen gehabt, vor allem in Kurve 1. Viel untersteuern, das ist jetzt Kurve 1. Paddock Hill Bend. Manche Piloten haben gesagt, man fährt auf das Ende der Welt zu, weil man fast nichts sieht und da Vollgas rein brettert. Ja, es ist extrem steil. Man sieht es aus der Fernsehperspektive kaum. Und da werden die Autos natürlich vorne leicht. Und das heißt, ich brauche hier eine sehr gute Vorderachse. Und wenn mir dann natürlich die Vorderachse dann nach außen weggeht, ist es sehr schwierig, in dieser ganz schnellen Ecke hier die Linie zu behalten. Gary Paffett kommt da. Bruno Spengler ist da gerade noch durchs Bild gehuscht. Also inzwischen haben sich die meisten Piloten mal gezeigt. Da ist Spengler auf seiner ersten schnellen Runde. Hoch, Druids Hill und dann eben runter auf diese Kurve 3 zu, die lang gezogen ist. Kein Problem für Spengler hier. Dessen Auto da auch relativ ruhig liegt. Sehr wellig dann die Einfahrt in diese Schikane. Auch mit den Jahren schlechter geworden. Wohl mit dem Setup etwas aggressiver zu Werke ist. Man hat ja wohl, oder man wird hier versuchen, in der Qualifikation vorne zu stehen. Und dann heißt es, die müssen mich morgen erstmal überholen. Aber wie angesprochen, 100 Runden hier in Brands Hatch sind verdammt lange. Miguel Molina, der 24-jährige Spanier. Schlechtes Jahr gehabt, 2012. Jetzt soll alles besser werden. Hat 8-0er zuletzt geholt. Letztes Punkteergebnis hier in Brands Hatch. Also die Strecke scheint ihm zu liegen. So auch diese Bestzeit zu erklären. Andy Prio im Moment auf Position 7. Fahrfuß, den wir vorher gesehen, den wir vorne gerade gesehen haben, ist im Moment draußen. 9000stel fehlen ihm. Hat eine persönliche Bestzeit im ersten Sektor. Und Wittmann, meine Güte, Marco Wittmann auf Position 2. Und Timo Glock, sein Teamkollege,
geht auf die 7. Und Paffett und Wickens sind wieder rausgefallen aus den Top 10. Und langsam wird es eng. 1 Minute 20. Und jetzt geht es wieder um Kleinigkeiten. Auch Ekström. Dem fehlen natürlich einige Minuten. Training stand lange an der Box wegen des Problems mit dem Frontsplitter. Und das reicht nicht für Matthias Ekström. Die Zeit von Timo Glock wurde gestrichen. Die Runde ist auf einem ähnlichen Niveau. Im Mittelsektor war etwas schlechter. Platz 11 für Timo Glock reicht nicht. Er ist dran an Andy Prior an Platz 10, aber eben nicht vorbei. 26.000stel zu langsam. Zwei Runden hat er noch Zeit, wenn es die Reifen denn mitmachen. Wenn er es umsetzen kann. Matthias Ekström, auch er hat jetzt noch diese Zieldurchfahrt und dann kann er noch eine Runde nachlegen. 41.3 ist die Zeit. Das reicht nicht. Letzte Chance jetzt für Ekström. Guter erster Sektor von Glock. Und Gary Paffett, für ihn gilt das Gleiche. Letzte Schikane, dann geht es nochmal in diese lange Rechts auf Start und Ziel für Gary Paffett. Die Sekunden ticken nach unten. Wir schauen ganz genau, wann er über die Linie geht. Das reicht diesmal. Also hat nochmal eine Möglichkeit und die braucht er auch. Letzte Chance für Paffett, letzte Chance für Ekström. Und auch Timo Glock muss sich nochmal verbessern. Raus, Glock ist raus. Ah, Glock ist noch einmal drüber gekommen. Aber hat schon abgebrochen. 16, oder ist zumindest langsam die Zeit im ersten Sektor. Und Matthias Ekström, der ist jetzt draußen. 13. Ja. Platz für Ekström. Persönliche Bestleistung von Glock in der Mitte. Legt jetzt doch nochmal nach in der Mitte. Es kommt alles auf den letzten Sektor an. Und es kommt auch auf den letzten Sektor an bei Gary Paffett. Aber Sie sehen es, da leuchtet nichts farbig. Die ersten beiden Toren nicht gut bei Paffett. Und deshalb reicht es auch nicht. Also, eine zweite Chance hat er gekriegt. Timo Glock hat es nicht geschafft. Hat es nicht geschafft, fährt noch ein bisschen langsamer als gerade eben zu seiner schnellsten Zeit. Da haben wir ihn, Timo Glock, scheidet als Elfter aus. Also das ist genau das Problem. 9. wäre er gewesen, wenn er drin geblieben wäre. Aber er hat die Strecke mit allen vier Rädern verlassen und deshalb wird die Zeit gestrichen von seiner schnellsten Runde. Deshalb ist Timo Glock draußen und er hat sehr, sehr prominente Gesellschaft. Paffett, Ekström und auch Dirk Werner hat's erwischt. Wickens und Tombe ebenfalls alle Mercedes raus, Manuel. Ja, und Paffett hat auch nochmal über Funkes gesagt, das war ganz harte Arbeit und glaube ich, ein enttäuschendes Ergebnis für Mercedes. Man hat hier, glaube ich, zu sehr aufs Rennen gebaut, zu konservativ in der Abstimmung hier für die Qualifikation. Und damit ist auch kein Mercedes mehr. Alle draußen. Alle draußen. Molina vor zwei BMW-Fahrern, Tomczyk und Wittmann, der sich weiter vorne hält. Mortara hat sich ein bisschen erholt, nachdem er sich auch lange schwer getan hat. Der Champion auf 5, Scheider, Rockenfeller, Fahrfuß, der Sieger von Hockenheim auf der 8. Und Hand und Prio sind beide weiter. Für Andy Prio ist das ein richtiger Schritt nach vorne. Timo Glock, das haben wir alles schon besprochen. Und die beiden Mercedes, die von 12 und 14 losfahren. Das wird richtig schwer für die Stuttgarter hier morgen für den Vorjahressieger Gary Paffett von Position 12. Jawohl. Der Gesuchte, Lars Schwarting, hat es als erster gewusst. Das sind die beiden Vornamen von Dirk Werner Nowitzki. Aber Dirk Werner, ja, für den ist es natürlich ein Rückschlag. Nach Platz 2 jetzt wieder von Position 15 los. Das Qualifying ja auch lange Zeit auch ein Problem von Dirk Werner. Das ist richtig, aber man hat generell gesehen, alle, die vorne ankamen in Hockenheim, außer Fahrfuß, sind schon nicht mehr dabei. Also dieses Jahr wird doch kräftig durchgewürfelt und das Wichtige wird immer sein, dabei zu sein, Punkte zu holen und die Frage wird doch sein, wer heute das richtige Setup gewählt hat für morgen, für diese 100 Runden, aber du musst halt hier auch erstmal vorne stehen. Und Mike Rockenfeller, den kennen wir schon als einer der Ersten, als Probefahrer sozusagen auf der Strecke, probiert auch sich hier als Erster aus.
im dritten Teil des Qualifyings. Es geht um den Einzug ins Einzelzeitfahren der besten vier. Mike Rockenfeller war hier schon mal dabei, hat hier eine Pole Position schon geholt. Es war 2011 und es war seine einzige Pole Position überhaupt. Aber, und jetzt kommt das große Aber für Mike Rockenfeller, er ist der einzige Pole-Setter der letzten 5 Jahre, der das Rennen danach nicht gewonnen hat. Tomczyk damals 2011, der Sieger nach Rockenfellers Pole. Aber Rockenfeller war letztes Jahr hier auch schon sehr stark, war in der Qualifikation und im Rennen dann bester Audi. Dritter gewesen im Rennen. Und man muss sagen, generell das Phoenix-Team ist hier sehr gut aufgestellt. Sowohl Rockenfeller als auch Molina fahren für die Mannschaft aus der Eifel. Und sie gehen auch einen etwas anderen Weg in der Abstimmung des Autos. Und das ist bisher sehr, sehr positiv. Martin Tomczyk ist schneller als sein ehemaliger Markenkollege Rockenfeller, zumindest in den ersten beiden Sektoren. Und zwar deutlich. 3/10 nimmt er Rockenfeller da ab. Und das wird er nach Hause fahren und eine neue Bestzeit jetzt setzen. Wie gut ist sie? Sehr gut. 41,189. Martin Tomczyk. Miguel Molina. Sein Angriff verpufft, bleibt auf Position 3. Der Spanier, der hier wieder zurückfinden will in die Spur, hab's gesagt. Lange Durststrecke für ihn. Fast ein Jahr ohne Punkte. Teamkollege von Mike Rockenfeller bei Phoenix. Und Timo Scheider, der nach seiner Pole in Hockenheim ein bisschen Selbstvertrauen getankt hat, auch wenn der Fehler bei der Safety-Car-Phase zu später Boxenstopp vom Team ab war weit draußen, wird wohl gestrichen, die Runde. Ja, der erste Sektor war auch schon nicht sonderlich bei Scheider. Dann das Ergebnis gekostet hat für Timo Scheider und Marco Wittmann, der damals draußen gewesen. Wittmann ist auf die 2 nach vorne gefahren. Scheider auf der 5. Wie gesagt, die Zeit aber wohl eh gestrichen. Jawohl, auch gleich wieder rausgenommen aus der Grafik. Auch jetzt der erste Sektor. Zweiter Versuch, wieder draußen. Und der erste Sektor auch zu langsam. Also, und nochmal Timo Scheider. Hat er noch ein paar Minuten Zeit, um diese Ecke hier sauber hinzukriegen. Etwas mehr als 7 Minuten, aber die Reifen lassen natürlich auch irgendwann mal nach. Track limit, turn three. Turn three, track limit. Jawohl, da kommt schon der Anpfiff aus der Box. Dritte Kurve, bitte mal auf der Straße bleiben.